Let's go. Und ein herzliches Hallihallo mit einem Duell mit einer Framerate von knappen 15. Hi, bei mir sind es knappe 60. Mit knappe 60 meine ich genau 60. Ja, das ist schön. Bei mir brechen sie gerade runter. Ich klinge einfach mal auf bereit. Und da irgendwie Steam doof ist mit diesem Spiel, ist es so, dass wir Bedolfers doppelt hören. Also zumindest auf meiner Hälfte. Wir unterhalten uns, obwohl wir gegeneinander spielen. Es ist ganz lustig, weil wir verraten nichts von unseren Geheimnissen. Ihr müsst dann also auch aufpassen. Da muss der geübte Zuschauer halt eben ran. Und es ist so, dass ihr Bedolfers doppelt hört, was einen dramatischen Effekt hat, weil er mir und er fängt auch noch an. Ist ja geil. Oh Gott, das ist auch noch die Map. Ich bin im Arsch. Okay, ach, das ist die Map. Ich erinnere mich. Ich gebe jetzt offiziell zu, ich habe verloren. Aber wir werden das Beste draus machen. Ich habe dann nämlich etwas dabei, was er überhaupt nicht mag. Und noch etwas, was er überhaupt nicht mag. Und allgemein mag er das hier, was ich habe, nicht. Also passt schon. Du hast ein Team aus dünnen Männern. Das war der Schrecken des Bedolfus. Du hast mich jetzt voll erraten. Okay, ich habe definitiv verloren, jetzt weißt du, was ich habe. Jetzt sag mir nicht echt, du hast ein Team voller dünner Männer. Alter, ich wollte gewinnen und du hast dünne Männer, was soll ich sonst machen? Du hast den ganzen Team aus dünnen Männern. Warum nicht? Weil es krank ist. Dünne Männer sind krank. Ja, du bist krank. Nee, dünne Männer sind krank. Klar. Alter, das ist irgendwie voll verwirrend, dich doppelt zu hören. Hallo, Steam ist so krank. Steam ist fast so krank wie dünne Männer. Ja, und ein Team mit dünnen Männern ist noch kränker. Das stimmt. Ja, und trotzdem muss man ein bisschen umgucken, um herauszufinden, wie man die am besten durch die Gegend schickt. Schickt. Ja, vor allen Dingen zu dir. Aber du weißt nicht, wo ich bin. Genau das ist das Problem. Echt? Ein Team von dünnen Männern. Wie konnte ich nur so doof sein? Die haben so wenig Leben. Haben die 3 oder 4? 4. Okay. Das heißt, das ist hier Classic Mode. Dann bin ich definitiv im Arsch. Ich höre Schritte. Na, hilft ja auch nicht. Nicht viel jedenfalls. Jo. So, du bist am Zug. Da ist ja nicht mal einer drin. Glaubst du ernsthaft, ich stürme schon direkt am Anfang in ein Gebäude? Mit einer Framerate von 9? Ja. Schön, dass du mir das zutraust. Bitte. So viel Optimismus hätte ich nicht mal dir zugetraut. Und jetzt gleich kommt er genau an der Tür raus, wo meine ganzen dünnen Männer stehen. Alle dünnen Männer mit Feldposten schießen auf ihn und er regt sich total auf. Das wäre so schön. Nee, das wird nicht passieren. So unvorsichtig bin selbst ich nicht. Das finde ich schade. Na, obwohl, so wie du in den Let's Play immer die Türen öffnest, könnte das schon passieren. Nee. Das sind ja immer nur komische Bugs. Klar. Natürlich. Klar. Boah, 3 Uhr morgens und wir sitzen hier und nehmen auf. Oh Gott, wir haben ja schon fast 4 Uhr. Ich weiß. Oh Gott. Eigentlich wollte ich irgendwann noch diese Nacht schlafen. Ja, wir müssen gleich zu einem Ende kommen, nachdem wir 2 Duelle gemacht haben. Ja, wir müssen gleich zum Ende kommen, wir haben gerade mal angefangen. Ich weiß. Ich habe übrigens gerade keine Ahnung über die Qualität meines Mikrofons. Das ist das erste Mal, dass es im Feld... Warum höre ich Gegnermusik, obwohl ich keine Gegner sehe? Oh, guck mal, da kommt jemand. Oh Gott, wie viele hast denn da stehen? 3... Ach, weißt was, so? Nein, vergift ihn noch nicht. Ich glaube, ich bin sogar immun gegen Gift.
Das geht mir jetzt gerade ein bisschen gegen den Strich. Weil ich eine Titanrüstung anhab, bin ich immun gegen Gift. Das ist toll für dich. Ich weiß, so. Ich freue mich auch ziemlich. Alter, da hat er einen scheiß Reflexschuss. Sauber, 8 Dollar. 8 Dollar hat er dir abgezogen. Alter, nicht noch einer. Jawohl. Alter, Alpha. Die feiern sich gerade, die Typen. Ja, sehe ich. Und nur deine Deckung ist ein bisschen weg. Mit einem Leben steht er da. Ja, ich weiß, der ist im Arsch. Mit einem Leben. Ihr habt jetzt offiziell im Arsch. Finde ich gut. Finde ich nicht gut. Hat er verdient. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen umdisponieren. Achtet auf die Flanken. Weil jetzt bin ich wirklich gefickt. Und das ist nicht schön. Ich hab nämlich keinen Plan mehr, wie ich reagieren soll. Im Feldposten. Im Feldoposten. Ja. Der Feldoposten. Mein Lieblingsposten. Ich bin so im Arsch. Der Junge weiß jetzt genau, was ich tue. Der kennt mich. Ja, super! Er kennt mich wirklich! Das mag mir ja gar nicht gefallen. Hallo, ich möchte wieder in das Haus reingucken. Danke. Hier wird nicht in Häuser geguckt. Ja, super. Ah, kann ich jetzt bitte mal nur draufklicken? Dann halt nicht. Ja, ich finde es aber noch lustig, dass ich dich doppelt höre. Ja? Ja, geht mir ein bisschen auf die Nerven. Kann ich verstehen. Alter! Da hatte noch einen Elite Mutant! Wie viele hast du denn? Nicht so viel. Bei so viel Leben wie die haben, glaube ich, du hast nur die 3 Spieler. Weil so viele Punkte hatten wir ja nicht. 20.000 nur. Klar! Klar! Ey, so ein Scheißer! Klar, und da hat er ja noch den hinten gehabt. Ich glaub's ja nicht. Ich hab doch gesagt, ich verliere, weil ich hab irgendwie anscheinend überhaupt keinen Plan von dem Spiel. Deathlord wurde getötet. Ja, ich dachte, wegen dünner Mann, du, dein Mögen mit den dünnen Männern, du passt dann ab. Da oben ist noch ein Gefechtsscanner von mir übrigens. Was? Du tötest ihn sogar? Du hast gerade deinen eigenen Mann getötet. Lieber ihn tot als dich. Alter, 17 kritisch hat er gemacht. Wie mein Typ ihn einfach niederhält, episch. Du hast noch einen. Da hinten. Ah. Lol. Ja, sorry. Ganz unvorbereitet gehe ich nicht in so einen Kampf. Noch schießen, jetzt sie nur gerade bewegt. Es geht nichts über Sturm und Schuss. Ah, damn it, die ist eine Sturm- und Schüsslerin. Wie lange mein Typ deinen Typen da bombardiert, ey. Na, was macht dein süßer Muten? Granätchen. Ich gebe wenigstens nicht kampflos auf.
Ich habe zwar verloren, aber nicht kampflos. Du hast verloren, aber nicht kampflos. Wo kommt der denn her? Wie viele Elite-Mutants kann man haben? Das ist kein Elite-Mutant. Ach, das ist ein Berserker. Der hat deine Deckung weggemacht. Sehe ich. Ich bin im Arsch. Den hättest du jetzt nicht dafür bewegen müssen. Doch, der sollte noch in Deckung. Ist auch geil, wie der Name angezeigt wird. Welcher Name? Von dem Soldaten, den du gerade getötet hast. Wie hieß denn der? Eigentlich ist er Feldo Fun Gamer. Zeigt nur Fun an. Was? Krieg ich gerade ein bisschen als Kotzen. Da gehe ich mir schon so viel Mühe mit dem Warum hältst du den nieder? Warum tötest du ihn nicht einfach? Ich habe zu wenig Trefferchance. Alter, ich habe zu wenig Trefferchance. Ich mach das jetzt so. Du bist so ein Penner! Die lebt sogar noch, ich fass es nicht. Das ist der Anrufer! Der Anrufer lebt noch und er ist eine Frau. Ja. Meine Soundqualität von dem Headset ist so scheiße. Glaube ich dir gerne. Nein, schieß nicht auf ihn. Wuh! Meine Deckung. Mit 9%? Nicht übel! 9% darf er die Deckung weggehauen. Läuft. Das gibt's doch nicht. Die halten sich jetzt gegenseitig nieder. Ja! Auch nicht gut. Was du kannst, kann ich auch. Ist das so? Wenn du hältst mich nieder, ich halt dich nieder. Und da kommt der Fuck Berserker. Oh, der tötet einen damit sogar. Das wusste ich jetzt auch nicht. Lass mal eine Armee mit den genau den gleichen Männern machen. Mal gucken, wer dann der bessere ist. Weil ich fühle mich so langsam echt verarscht. Okay. Also gleich bei den Soldaten. Wir machen Soldatenmatch und jeder kriegt haargenau die gleichen Soldaten. Okay. Bis aufs Detail dieselben. Damit es wirklich nur noch rein aufs strategische Können ankommt. Können wir machen. Oh, ich hätte fast noch meinen eigenen Mann erwischt. Yay, Niederlage. Bullshit. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Mann verloren. Nee, hast du nicht. Aber stark Verwundete. Ich will dich ja nicht demotivieren, aber ich habe keinen einzigen Mann verloren. Ich weiß, aber ich hatte sie verwundet. So, ich beende hiermit die Aufnahme. Wir arbeiten in den Trupp und dann gibt es gleich noch eine Aufnahme, ne? Jo, bis dann. Gleich sind wir. Wir haben beide die haargenau gleichen Teams. Da ändert sich echt nichts dran, weil wir haben sogar dieselbe Punktzahl. Daran erkennt man's. Hoffe ich mal. Fast genau die Hälfte. Ja, fast genau. Ist super gesagt. Auf jeden Fall, wir sind bereit. Wir wollen uns jetzt abschlachten und es ist spannend, weil jetzt kommt es wirklich noch aufs strategische Können an und nicht auf die Übermacht der Figur. Ja. Und vielleicht auf die Werte der Charaktere. Die sind, glaube ich, auch zufallsgeneriert. Nicht bei Rekruten. Okay, bei Rekruten macht das jetzt nicht so viel aus. Als ob Rekruten irgendwelche besonderen Werte haben. Ja, vielleicht auch Willenskraft oder so, aber die bringt uns ja hier nichts. Außer vielleicht, wenn einer in Panik gerät. Aber ist ja auch egal, wir starten einfach direkt, würde ich sagen. Ich mache mich bereit. Ja. Wir machen uns bereit, wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass wir uns nicht gegenseitig schon in die Scheiße reiten, direkt am Start. In der Bar. Die beiden XCOM-Spezialeinheiten gegeneinander. In der Bar. Ey, Trainingsunterricht. So Trainingsschule, ne? Könnte ja passen. Ja, oder das eine ist die abtrünnige XCOM, die von Aliens Gedanken kontrolliert. Oh, ich fang an. Gedanken kontrolliert wird und die anderen nicht. Oder so.
Ja. Da müssen wir uns nur drauf einigen. Wer ist der Abtrünnige, wer ist der andere? Wer möchtest du sein? Persönlich gesehen würde ich gerne der Abtrünnige sein, der ist cooler. Okay, dann darfst du der Abtrünnige sein. Dann werde ich aber keine Gnade zeigen. Ich werde auch keine Gnade zeigen. Das ich habe DGGM am Start. Aber dann müsstest du eigentlich der Gute sein. Warum? Weil meine haben so geile Namen, die können nur abtrünnig sein. Okay, dann bin ich der Gute und du bist der Abtrünnige. Okay. Weil ich habe die DGGM, ich habe echt Feldo, Bedolfos, Virensack, Drachen, Anrufer, Lupo. Soll ich dir meine vorlesen? Möchtest du dir das wirklich antun? Ja, mach mal. Okay, warte kurz. Also der eine heißt Gerd, der andere Gonzales. Dann gibt es noch den Kanalarbeiter. Die Sackratte. Erwin, die Zange, glaube ich. Geil. Hodenkobold. Das war's. Okay. Dann mach mal deine Runde fertig. Ich möchte auch mal drankommen. So. Ich bin fertig. Das ist scheiße. Ich bin nämlich noch kein bisschen drauf vorbereitet. Okay. So weit, so gut. Will ich dir hoffen. Okay. Ich bin aufgeregt. Aber nicht nur du. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns schon direkt in der ersten Runde begegnen? Also jetzt hier? Ja. Nicht so hoch. In der nächsten Runde vielleicht. Vor allem hier ist so eine Alien-Entführung und wir betteln uns einfach mal, wer die Sachen mitnehmen darf. Wir können das doch einfach als Training durchgehen lassen, ne? Das ist ja auch klar. Ja. Dass man sagen kann, hey, Soldaten, die ich jetzt mal trainieren für den Großeinsatz und so, ne? Kann man auch sagen. Aber da spritzt ganz schön viel Blut dafür, dass es nur Training ist. Farbbälle. Genau, Paintball. Paintball. Rote Paintball-Kugeln. Oder das ist einfach so normaler Krieg hier, alles. Alles ganz normal. Ja, gewöhnlich halt. Nur der Schauplatz ist ein bisschen verändert. Ja. Genau, ja. Es können auch Menschen gegeneinander kämpfen, während Aliens-Entführungen stattfinden. Ist passiert. Menschen geraten in Panik, schnappen sich Waffen, bilden Teams und schlachten sich gegenseitig ab, weil man nicht weiß, ob man sich vertrauen kann. Like a Sir. Kann ich dazu nur sagen. Das könnte sehr interessant werden, glaube ich. Schade finde ich auch, dass du anfängst, weil das heißt für mich, dass ich immer die Gefahr habe, dass ich in deine Züge reinrennen kann. Nach so einer Runde. Ja, das stimmt. Du hingegen hast den Vorteil, du kannst dich eigentlich positionieren und ich laufe dann rein, weil du hast immer einen Zug Vorsprung. Und das geht mir persönlich gerade ein bisschen gegen Strich. Weil das müsste ich ausnutzen. Weil das gibt mir jetzt gerade das Gefühl, dass ich immer vorsichtig sein muss, wohin ich überhaupt gehe. Weil alles, was ich tun kann, kann und wird gegen mich verwendet. Das will ich doch auch hoffen. Du bist so ein Penner manchmal. Gott, bin ich gerade angespannt. Ich auch. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Sollte man meinen. Hallo, ich möchte ihn gerne auswählen. Danke. Schmeißt du jetzt hier mit Granaten um dich, oder was? Nee. Einfach so auf gut Glück in alle Richtungen. Ja, klar. Super. Mach ich. Der Kauz, der als einer der vorsichtigsten überhaupt gilt, wirft einmal mit Granaten um sich. Na klar. Wo bist denn du überhaupt? Glaubst du ernsthaft, das verrate ich dir? Ich sehe einen. Ich sehe keinen. Ich höre gerade die Action-Musik.
Ich sehe dich. Was? Warum kannst du mich sehen, aber ich dich nicht? Das ist bitter für dich. Bist du im toten Winkel oder was? Könnte sein. Vielleicht weil du in voller Deckung bist. Also ich sehe nur einen deiner Leute. Wo der Rest ist, weiß ich nicht. Der meint etwas. Okay, ich glaube, ich weiß auch, wen du siehst. Weil bei dem einen hat die Musik angefangen. Ja, das könnte ein Indiz sein. Alter, bist du echt auf dem Dach? Standard, Junge. Wo hast du denn ein Dachaufstieg? Ach, du hast da hinten eine Leiter. Das ist korrekt. Ach, kein Wunder, dass ich da dann Probleme habe. Ich habe keine Leiter, ich muss mich unten durchschlagen. Was daneben? Das erklärt aber auch, warum du den Rest nicht sehen kannst und warum ich dich vorher nicht entdeckt habe. Mhm. Wenn man im Gebäude ist, ist es irgendwie doof, ne? Da habe ich einen Mann als Spähtrupp drauf und Alter, na gut, zwei. Zwei als Spähtrupp draußen und dann sowas. Das ging daneben. Ja, mit 45 irgendwie auch schwer ordentlich zu ich hatte auch 45 auf dich, lol. Aber habe ich Höhenvorteil. Muss nichts helfen. Nicht bei XCOM. Doch, doch. Die Rekruten betteln sich hier, ey. Ja, warum nicht? Sind oder so lange? Vorsichtig agieren, damit ich mich nicht gleich beim nächsten Moment erschieße. Aber das möchte ich doch. Sorry, dass ich nicht so hier verbrannt bin wie deine Kumpels. Mit denen du gewöhnlich zusammenarbeitest. Schön finde ich auch, wie er manchmal meine 2 als 1 annimmt. Ich finde es schöner, wenn ich eigentlich mit Linksklick meine Leute wechseln will. Aber dann außer den Tür öffne. Das freut mich immer. Da empfehle ich die Taste Tabulator zu drücken. Ich weiß, mache ich auch jetzt immer, meistens. Jedenfalls, wenn ich an der Tür stehe. Die drei Säcke da oben regen mich so leicht auf. Nett. Weiß, ne? Finde ich auch. Geht mir nur ein bisschen gegen den Strich, so persönlich gesehen. Komm, triff! Daneben. Ich glaube, das Spiel geht an dich, weil du hast die Möglichkeit, du hast den strategischen Vorteil, du konntest aufs Dach. Details. Du konntest aufs Dach, das ist eine Möglichkeit, die ich nicht hatte. Das ist scheiße. Und du kennst die Maps. Jetzt alles auf die Map schieben. Ja. Warum nicht? Mehr habe ich nicht zum was draufschieben. Letzte Möglichkeit, die mir eigentlich verbleibt, ist, wenn du meine Leute draußen umgebracht hast. So zum Beispiel. Ist meine letzte Möglichkeit, dass meine letzten Truppen im Haus mit Feldposten sich beim Stürmen eben platt machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Wenn man es mal genau nimmt. Ich find's lustig, wie die Alien-Entdeckungsmusik da war, als ich deinen Typen entdeckt hab.
Dein Typ gilt als Alien. Ja, finde ich nett. Wie schon gesagt, man weiß nicht, wem man vertrauen kann. Ja, das ist, deine Typen sind Aliens. Getarnte Aliens. Yay. Wie viele Männer möchtest du noch da oben an den Rand holen, um mich zu töten? Genug. 4 hast du schon da, mehr hast du nicht mehr, also abgesehen von 2. Bam bam bada, bam bam bada, da 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 da, bam bam bada. Wie die Musik gerade auf ein bisschen auf die Eier geht. Weiter mein Tor, Tanze! Dededin, 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 dededin. Das heißt, du hörst jetzt die Musik dreifach. Was geht denn da ab? Ne, kannst du nicht, ne? Ich sehe mal das Dach nicht mehr, das ist unsichtbar gerade. Oh, guck mal, da unten steht hier einer. Der Zuckung. Was? Der Fug. Das wäre gerade so aus, als ob ich euch daneben geworfen hätte und meinen eigenen Mann gekillt hätte. Deswegen habe ich so geschrien. 45, 45 und 45. Wer wird erwählt von dir? Wer darf das Glück haben? Momentan noch keiner. Ich überlege noch. Strategischen Vorteil abwägen und so. Alter, ich werde bombardiert von Granaten. Ja. Ich werde besser grenadiert. Reich aus. Gute Arbeit. Nein! Gute Arbeit. Wirf noch eine Granate, komm. Wenn ich in der Position wäre zum Werfen? Puh, warum nicht? Ja, wirf auf deine eigenen Leute, hauptsache auf irgendwas. Klar. Noch mehr Gegner. Er macht's wirklich, ich fasse es nicht. 2 meiner Leute sind kritisch verwundet. Ja, und wir haben keine Medipacks dabei. Ich weiß. Also sind sie eigentlich tot? Guck mal, du hast einen von mir getötet, 2 angeschossen und ich habe 3 von dir ausgeschaltet. Bin ich also rechnerisch gesehen im Vorteil? Das nächste Mal lassen wir die Granaten weg. Wieso? Sind da lustig? Okay, 2-3. Für mich. Die ich nur 45%iger Chancen habe. Moment mal, der eine Kerl ist unten? Natürlich. Standard. Damit hab ich jetzt weniger gerechnet. Ach, du tust dann Standard. Standard. Mein Standard ist Standard. Ich will das ganze Dach auch brennt. Ja, du hast ja nicht irgendwie... Wie viele Granaten waren das? 4 Granaten? 4, ja, das waren 4. Das waren alle deine Granaten, die du noch hattest, oder? Ja. Wenigstens habe ich jetzt den granatischen Vorteil. Ja, okay, das muss man dir lassen. Du hast jetzt den Vorteil mit den Granaten. Ich habe den Massenvorteil.
So, mal gucken, was sich noch ergibt. Ja, 34%ige Chance, sollte ich schießen. Ne? Jo. Na, meine Leute, sind kritisch verwundet. Kanalarbeiter. Was ist gegen den armen Kanalarbeiter? Der verblutet. Dabei hat er dir nichts getan. Alter, wie das gesamte Dach brennt. Das arme Dach, das hat er nichts getan. Doch, es hat dich gehalten. Wallhack. Ja, aber daneben Schießerhack. Der Wallhack hilft nicht zum Zielen. Wallhack zum daneben schießen? Ja. Ist ein toller Wallhack. Ja, finde ich auch. Wie das lustig ist, ich antworte auf deinen Satz und dann kommt der Satz nochmal. Warum nicht? Bullshit! Und wie die Runde auf dein Konto geht. Und wie die Runde auf dein Konto geht. Ich hab nur noch einen, ne? Jetzt hab ich nur noch einen. Was, du hast noch einen? Ja. Der Kanal aber... Was? Er zielt auf meinen Typen. Von wo? Ich sehe den nicht. Das ist schön. Hä, hier wird scharf geschossen. Ich weiß nicht von wo. Da hinten. Kacke! Das war's. Ich glaube, das sogar viel... Ich war gerade nachgeguckt, wer das ist, der da noch lebt. Wer ist denn das? Hab ich vergessen nachzugucken. Achso. Sehe ich ja gleich, wenn ihn erschießt, wenn er nicht wieder so ein Namenloser ist. Ist übrigens weiblich. Ich wollte auch keine Frauen erschießen. Okay, du hattest... Ich habe drei Männer getötet, du hattest einen getötet. Und innerhalb der nächsten Runde hast du meine gesamte Armee ausgelöscht, bis auf die eine. Ja, das darf halt nicht ungestraft bleiben. Ich glaub's nicht. So, wer macht jetzt den letzten Kill? Der Gerd oder der Gonzales? Gonzales. Lass sie von Gonzales sterben. Okay. Halt, das ist nicht Gonzales. Ist das Gonzales? Oh, was? Namenlos. Oh. Willst du eine Revanche auf einer anderen Map? Nein. Nee? Es ist zu spät. Ich gebe offiziell zu, ich hatte einen guten Lauf, ich habe dich einmal ordentlich durchgenommen, habe aber eine Stelle nicht bedacht und die hat mich hat mir mein Leben gekostet. Ey, ich bedenke nicht, dass du vom Dach wieder runter kannst. Und ich habe nicht bedacht, da hinten ist eine Tür, durch die deine letzten Männer, die noch nicht aufgetaucht sind, reinkommen können. Ja, das ist allerdings ungünstig. Ich habe vergessen, dass du noch zwei Männer hast. Ich habe da oben deine vier auf dem Dach, dachte mir, ey super, schalte aus. Hab vergessen, hast noch zwei über. Die kamen da von und diese hinten. Zwei haben mich überrannt. Letzten Endes. Durch den einen war ich total verwirrt und wollte alles auf den einen schicken. Super, konnte eine mich flankieren, konnte mich verfliegen und pff. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass du es hingekriegt hast, mein gesamtes Team mal ebenso auszuschalten, weil du hattest drei Männer. Ja. Du hattest einen weiteren von mir ausgeschaltet, durch einen blöden Zufall, wohlbemerkt. Das heißt, ich hatte immer noch einen Mann mehr als du. Und deine drei machen meine drei platt und ich hatte einen über. Das war so ein Hin und Her. In jeder Runde sind drei Leute gestorben. Nein, nicht wirklich. Doch, du hast... Einer ist von mir gestorben, dann habe ich drei... Du hast drei von mir getötet, ich habe drei von dir getötet und dann war da nur noch einer übrig, mit dem du nicht hättest drei töten können. Du hast einen von mir getötet, ich habe drei von dir getötet, du hast einen von mir getötet. Du hast drei von mir getötet. Du hast einen von mir getötet. So war das. Hat sie alles wieder relativ gut. Ich habe die drei direkt in eine Runde platt gemacht. Du hast die als meine nacheinander. Okay, und damit beenden wir die Aufnahme. Ja. Macht keinen Sinn mehr. Danke fürs Zuschauen. Und schlaf recht schön. Ja. Bye. Ciao.